Hallo Community, ich bin's der Micha von Trader Online Video. Ja, Magic spielen muss nicht immer teuer sein. Wir haben für unser Streamformat, wir streamen ja immer sonntags um 14 Uhr Magic the Gathering Tabletop Duelle, haben wir für uns das Pauper-Format entdeckt. Da spielt man nur mit Kammenkarten und wir haben uns entschieden, aus Ikoria entsprechend die Farben aufzuteilen auf entsprechende Spieler. Also wir spielen zu fünft und haben uns ein Deck aus nur Kammenkarten gebaut, was auch sehr viel Freude bereitet und auch was kann und vor allen Dingen auch sehr günstig ist. Und jetzt stelle ich euch mein Deck vor. Viel Spaß damit. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja. Ne, wie gesagt, Magic muss nicht immer teuer sein. Ich war selbst erstaunt, wie viel Spaß das Pauper-Format macht. Pauper heißt ja, man spielt sein Deck nur aus Kammenkarten. Und ja, wir haben es jetzt entsprechend, also man kann da auch natürlich noch viel weitere Kammenkarten, auch andere Editionen verbinden. Wir haben uns jetzt einfach mal für Ikoria entschieden und das in einer Farbe only zu spielen. Ich habe Rot bekommen von der Wahl und man hat ja gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten dann da, aber die ersten Duelle sind schon gespielt. Wir streamen ja immer sonntags ab 14 Uhr, der zweite Stream läuft jetzt gerade. Beziehungsweise die Duelle gehen nochmal auf YouTube hoch und ich zeige euch mal, was ich mir gebaut habe und was die Theorie hinter diesem Deck ist. Also gerade nochmal der Hinweis, auch für Einsteiger ist es ein tolles Format und ist vor allen Dingen auch kostengünstig. Und es ist auch, wenn man, wir haben jetzt ja alle fünf Farben spielen wir gegeneinander, ist es auch sehr ausgewogen. Auch nochmal richtig cool, also es macht richtig Bock, weil die Decks ja ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben von der Stärke. So, ich spiele viermal Dranitische Feuersprecherin, kostet für zwei Mana ist sie 2-2. Immer wenn du eine andere Karte umwandelst, fügt die Dranitische Feuersprecherin jedem Gegner einen Schadenspunkt zu, Umwandlung 1. Ich habe mich bei meinem roten Deck für die Umwandlungsmechanik entschieden. Das heißt, wenn ich die Dranitische Feuerstecherin, also generell für zwei Mana im Zweier, als 2-2er-Slot-Kreatur, ist sie schon mal gut. Um einfach die Mana-Kurve auch günstig aufzubauen. Aber sie kann halt auch immer, wenn ich Karten umwandle, entsprechend Schaden schießen. Vor allen Dingen, wenn ich zweimal die Dranitische Feuersprecherin im Spiel habe oder vielleicht sogar dreimal, was ja auch mal glücklicherweise eventuell passieren kann, und eine Karte umwandle, dann macht sie natürlich entsprechend sofort dann mehr Schaden. Das heißt, das kann wirklich auch einen Effekt haben. Ebenso wie das stachelige Krallenäffchen. Finde ich auch eine coole Karte. Ja, kostet 3 Mana, ist dann Stärke 2, Widerstandskraft 3, hat Erstschlag. Erstschlag ist schon mal generell super, ne, weil einfach wir natürlich unseren Schaden zuerst verursachen und gegebenenfalls die andere Kreatur schon töten, bevor sie uns Schaden machen kann. Und das Krallenäffchen hat noch diesen Drawback. Immer wenn ich eine Karte umwandle, erhält das stachelige Krallenäffchen plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Und das entsprechend mit der Erstschlagfähigkeit ist eine permanente Bedrohung des Gegners, weil er nie weiß, wenn ich Mana offen habe und das Äffchen greift an oder will blocken, kann ich noch eine Karte umwandeln? Kann ich vielleicht sogar mehrere Karten umwandeln? Weil das Äffchen bekommt ja für jede umgewandelte Kreatur plus 2 plus 0 und hat Erstschlag, also eine super Karte. Und auch da nochmal, das Krallenäffchen kann mehrmals im Spiel sein und das macht dann richtig Druck, weil wenn ich zwei oder drei Krallenäffchen im Spiel habe und ich wandle eine Dranitische Feuersprecherin um für Umwandlung 1, bekommen die alle plus 2 plus 0 und haben Erstschlag. Also das ist super. Ne? Ja, ansonsten will Rot natürlich einfach Druck machen, wie immer. Deswegen ebenfalls im 3-Mana-Slot der tobsüchtige Raptor. Stärke 4, Widerstandskraft 2. Der kann einfach viel wegblocken, ne? Stirbt dann zwar eventuell auch. Dazu kommen wir aber gleich noch. Aber er macht auch was weg. Er reißt was mit in den Tod oder er macht einfach natürlich permanent Druck beim Gegner. Und genau das will Rot ja machen. Deswegen geht es auch entsprechend weiter. Im 4-Mana-Slot ist dann viermal drin der wilde Tigorilla. Stärke 4, Widerstandskraft 3 und er kommt mit einer Trampelschaden- oder Bedrohlichkeitsmarke ins Spiel. Ich habe den bisher immer nur mit der Bedrohlichkeitsmarke gespielt. Das heißt, der Tigorilla kann nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Eine Kreatur kann ihn nicht blocken. Das macht es praktisch bei dieser Angreiferwelle, wir wollen ja nur mit Kreaturen Druck machen, wirklich für den Gegner auch schwer, ihn aufzuhalten. Ne? Und auch er reißt wieder was mit, weil Stärke 4 oder so, der reißt eigentlich definitiv immer eine andere Kreatur mit in den Tod. Ja, dann weiter bei den Kreaturen. Viermal die Lavaschlinge. Ne? Das ist jetzt hier schon der 6-Mana-Slot. Ich spiele sie allerdings trotzdem viermal, weil ich die Karte umwandeln kann.
für 2 Mana. Ja, ansonsten, also meistens wird sie umgewandelt. Nur wenn es mal ins Late Game geht oder so, dann hat man doch nochmal eine 5-5 Kreatur mit Eile. Das heißt, die kommt einfach überraschend rein, greift sofort mit an, ne, und reißt das Spiel entsprechend nochmal ja, praktisch glücklicherweise rum oder so, weil einfach 5-5 auch natürlich sehr, sehr, sehr stark ist. Aber wie gesagt, meistens, ich habe mehrere Umwandlungskarten drin, um auch entsprechend diese Mechaniken, gerade auch des Krallenäffchens da zu nutzen. Ne? Gut, dann, um noch mehr Kreaturen zu haben, 2x zauberstarker Vielfraß, der ist nochmal im 3-Mana-Slot, einfach um hier so die Hauptbasis des Decks zu haben. Er hat Stärke 3, Widerstandskraft 2 und hat Doppelschlag, solange sich 3 oder mehr Spontanzauber und oder Hexereikarten in meinem Friedhof befinden. Ich spiele nicht so viele Spontanzauber und Hexereien, das heißt, es kommt nicht unbedingt immer zum Einsatz, deswegen habe ich mich auch entschieden, den nur 2x zu spielen. Aber mit Stärke 3, Widerstandskraft 2 ist er auch gut. Ja, und wenn er dann aber entsprechend Doppelschlag bekommt, das heißt, er macht dann 3x, macht er ja eigentlich 6 Punkte Schaden, das heißt, er macht 3 Punkte Schaden, Erstschlagschaden und dann nochmal die 3 Schaden hinterher. Ne? Gut. So, Creaturen Removal. Spiele ich dann 2x die Gier nach Blut. Gier nach Blut ist eine Hexerei. Die sagt, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kämpft gegen eine Kreatur, die du nicht kontrollierst. Umwandlung 1. So, das ist nochmal wieder eine sehr gute Sache. Dieses Gegeneinander kämpfen, da hilft uns der Erstschlag nicht und da hilft uns auch der Doppelschlag nicht im Endeffekt. Also weil einfach die Kreaturen fügen Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Ne? Das heißt, wenn die Stärke höher ist bei dem Krallenäffchen zum Beispiel oder so, das ist ja gut, das ist eine generelle Stärkeerhöhung, aber Erstschlag würde in dem Moment nicht zählen, weil das praktisch ja kein Kampfsegment ist, sondern ein Gegeneinander Schaden zufügen. Ne? Das heißt, oftmals würde meine Kreatur bei der Gier nach Blut auch mit in den Tod gerissen werden. Meistens ist das so. Deswegen habe ich diese Karte nur 2x drin, denn meine Kreaturen sollen ja angreifen. Aber das Gute bei der Gier nach Blut ist, auch diese Karte hat Umwandlung 1. Das heißt, notfalls kann ich die einfach wegwerfen, um entsprechend hier meine Umwandlungseffekte auszulösen. Nochmal eine sehr gute Karte, die ich dann wieder 4x spiele. Jetzt sind wir bei den Kreaturen durch. Jetzt kommt hier Spontanzauber. Und zwar Reißende Klauen. Für 2x Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges, Umwandlung 2. Das gibt mir immer die Option zu sagen, ja, möchte ich zum Beispiel dem tobsüchtigen Raptor Doppelschlag geben? Das heißt, er macht 4 Punkte Schaden Erstschlag-Damage und dann nochmal 4 Punkte Schaden hinterher. Ne? Oder möchte ich zum Beispiel die Karte einfach umwandeln, um hier meine Äffchen oder meine Feuerstecherin zu triggern, ne, um die auszulösen. Aber auch der Tigurilla, also es ist einfach dieses, wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 hat und kann ja nochmal Doppelschlag geben, das ist schon richtig, richtig böse für den Gegner. Ja, dann muss ich natürlich die Karten nehmen, die mir Ikoria jetzt bietet. Das heißt, entsprechend, um direkt Schaden zu schießen, spiele ich 4x die feurige Prophezeiung. Die sagt, für 2x wieder Spontanzauber, fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Du kannst eine Karte aus deiner Hand unter deine Bibliothek legen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Ich würde natürlich sehr gerne Schaden auch auf Spieler schießen können, aber das bietet mir das Ikoria-Kamm-Set entsprechend nicht. Insofern ist die Karte ein bisschen schlechter, weil ich nicht direkt an den Spieler rankomme. Ne, sonst wäre das rote Deck nochmal stärker. Aber gut, bei dieser Karte ist natürlich entsprechend auch einfach die Möglichkeit, ich muss es ja nicht machen, eine Karte aus meiner Hand unter meine Bibliothek zu legen und eine andere Karte zu ziehen. Da kann man auch eventuell praktisch, wenn man schießt oder so, das kann man ja auch im Kampfsegment noch machen oder so, vielleicht sogar nochmal eine Karte ziehen, die man nochmal umwandeln kann. Also das auch ist möglich. Ne? Je nachdem, man kann da ein Land wegwerfen oder irgendwas, was nochmal zu teuer ist, was man jetzt gerade nicht braucht oder so und zieht vielleicht einfach glücklich nach. Ja, und 3 Schaden schießen ist ja generell nicht verkehrt. Ne? Das kann man ja auch... Das schießt uns praktisch den Weg frei. Ja, ebenso, einfach nochmal, weil Rot Schaden schießen kann und will. Auch 4x drin, der polternde Bergsturz, eine Hexerei, fügt einer Kreatur deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Länder kontrollierst. Ja, für 4 Mana müssen wir sowieso sprechen, das heißt, sie schießt generell 4 Punkte Schaden. Das macht schon nahezu alles weg, aber entsprechend auch 5 oder 6 Punkte Schaden schießen kriegt man damit auch hin, ne? So nach dem Motto. Deswegen einfach, um entsprechend auch einfach Schadensschüsse zu haben, muss diese Karte ins Deck. Ja, und das ist es im Endeffekt schon. Es ist ein 60-Karten-Deck. Dann kommen noch 24 Gebirge mit dazu. Ne? Und dann ist das 60-Karten-Deck perfekt. Ne?
Und wir haben, nicht, dass ich mich jetzt verzählt habe, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, genau, 9 Vierer-Slots und dann nochmal 24 Länder dabei, dann passt es. Sideboard. Gibt es auch noch die Möglichkeit, also da sieht man auch mal, wie, was, und wann, was uns Ikoria bietet. Also wenn man sich dieses Deck bei Trader einzeln bestellt, keine Ahnung, zahlt man da irgendwie 5 Euro für oder irgendwas oder so. Also es ist wirklich dieses, oder man kann wirklich aus den Boostern auch mit Freunden oder so gegebenenfalls sagen, komm, wir tauschen uns mal die Kamps auseinander. Denn wir haben jetzt das ja jeder ein Deck pro Farbe gebaut und dann sieht man auch mal, was die Farben so können, was die Farbe so ausmacht. Ne? Sideboard-Karte wäre, ich kann noch zweimal Geh nach Blut reinnehmen, entsprechend, um noch mehr umwandeln zu können. Ne? Und aber um zum Beispiel auch gegen wenn ich merke, ich habe Probleme mit starken, schnellen, fliegenden Kreaturen, dann könnte ich den polternden Bergsturz austauschen und könnte zerfetzte Segel reinnehmen, die sagen, zerstören Artefakt deiner Wahl, oder die zerfetzten Segel fügen einer fliegenden Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Und ich kann sie wieder umwandeln für 2. Ne? Das wäre also nochmal eine Option, um den polternden Bergsturz hier zu ersetzen. Zaghafte Verbindung, wenn andere Kreaturen einfach zu hoch mutieren oder irgendwas, ne, können wir sagen, für 4 Mana, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 weniger, falls du eine Kreatur mit Bedrohlichkeit kontrollierst, das wäre bei uns jetzt nur der Tigorilla. Ansonsten kann man aber auch für 4 Mana ganz normal sprechen, übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine andere Kreatur deiner Wahl, enttappe die Kreatur, sie hält Eile bis zum Ende des Zuges, das wäre so eine Option. Um zu sagen, okay, wenn der Gegner sich dazu stark hochrüstet, irgendwas kann ich nicht handeln, tausche ich die Karte, nehme ich sie rein, um mir die Kreatur rüberzuziehen, dann ist der Blocker nicht mehr da und ich kann mit der Kreatur selber angreifen. Ne? Zumindest für eine Runde, um da den tödlichen Schaden zuzuweisen. Ja, und ansonsten zweimal nochmal im Sideboard, weil wir es ja zweimal spielen. Ein zauberstarken Vielfraß, ne, der entsprechend, der für 3 Mana 3-2 hat und Doppelschlag bekommt, solange sich 3 oder mehr Spontanzauber oder Hexereikarten in der Friedhof befinden. Also sprich, auch das ist eine Option, wenn wir sagen, wir wollen einfach mehr diese Spontanzauber-Hexerei-Sparte ausbauen, dann bietet sich auch der Vielfraß wieder an, weil er natürlich dann einfach für 3 Mana ein 3-2er mit Doppelschlag dann ist. Ne? Wenn man ein bisschen vom Unwandeln weggehen will, hätte man noch die geschärften Reflexe, auch eine sehr gute Karte, habe ich euch überlegt, ob ich die spiele, habe mich aber dann für die reißenden Klauen entschieden, weil die mir der Kreatur ja Doppelschlag geben, zwar nur bis zum Ende des Zuges, aber ich habe nochmal diese Umwandlungstrigger, ne, der einfach richtig was ausmachen kann im Deck, aber die geschärften Reflexe für ein rotes Mana, Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl hält +1/+0 bis zum Ende des Zuges, lege eine Erstschlagmarke auf sie. Auch richtig stark, ne? Weil zum einen, zack, wird der Schaden zum ersten Mal gemacht mit Erstschlag. +1/+0 kriegt es auch noch einmal dann mit dabei, wird ein bisschen stärker. Und permanent Erstschlag ist schon super. Also ein Tigorilla mit immer Erstschlag und ein Tobis-Charakter mit immer Erstschlag oder so, ist schon, habe ich lange drüber nachgedacht. Ja, und hier hört mein Sideboard auf. Ansonsten haben wir aber entsprechend auch noch weitere Kamps, die man sonst spielen könnte. Das heißt, alleine in diesem günstigsten Kartensegment von Ikoria habt ihr schon viel Spaß, mit dem ihr bauen könnt. Und generell dieses Pauper-Format, wo man nur mit Kammkarten spielt, ist vielleicht auch wirklich mal eine interessante Sache, gerade auch für die Anfänger, wenn man mal mit Magic Deckbau experimentieren möchte, weil es auch wirklich günstig ist. Und wenn man das im Freundeskreis macht, so wie wir es jetzt gerade in den Streams machen, die sonntags immer sind, entsprechend, oder auch, wir stellen die Decks ja auch noch vor, die Duelle gehen ja nochmal einzeln auf YouTube hoch, könnt ihr auch nochmal sehen, wie gut die Decks auch laufen und wie viel Spielspaß die auch bieten. Ja, also Color Magic mit der Serie, nur mit Kamps aus der Serie, werden wir, glaube ich, zu jeder Edition beibehalten, weil es einfach ein richtig cooles Format ist und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Pauper gespielt habt, ob es für euch interessant ist. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bin ich raus, wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.